Zu Fuß durch den berühmtesten Stadtteil Deutschlands, das ist der Kern der Mythos-Touren von Olivier Kruschinski. Die Reaktion seiner Gäste ist fast immer dieselbe. Ob Glückaufkampfbahn, alte Seilerei, Josefskirche oder Grillo-Denkmal, sie sind völlig von den Socken, was Schalke kulturell, sport-, wirtschafts- und sozialhistorisch so alles zu bieten hat. Tatsächlich ist es so, dass ich der felsenfesten Auffassung bin, dass der Nukleus Schalke dazu taugt, um als Aufbruchstimmung, als Graswurzelbewegung herzuhalten, um mit seiner Strahlkraft tatsächlich dann auch ganz Gelsenkirchen zu infizieren. Weil das, was jeder Mensch von meiner Heimatstadt kennt, das ist nun mal ja, der Begriff Fußballstadt. Wir sind eine Fußballstadt und ich versuche halt die Alleinstellungsmerkmale in diesem schlafenden Dornröschen anhand von besonderen Sehnsuchtsorten wieder in Szene zu setzen und wach zu küssen. Das mit den Sehnsuchtsorten kann man auch anders sehen. Doch Kruschinski ist Überzeugungstäter. Er strotzt vor Engagement für die Stadt. Das gilt auch für die kleine private Imagekampagne, die er ins Leben gerufen hat. Hashtag 401GE, der selbstironische Umgang mit den chronisch schlechten Umfragewerten der Stadt, ist Olivier eine Herzensangelegenheit. Sie wissen schon, der Platz 399 und auch der Platz 3 hat keinen Menschen mehr interessiert. Also auch diesen letzten Platz als Chance zu nutzen, weil in jeder Krise steckt eine Chance. Das ist eigentlich das, womit ich vom ersten Tag an spielen wollte. Ist das nicht geil? Person und Inhalte ergeben im Fall Kruschinski eine ziemlich überzeugende Symbiose. So überzeugend, dass er zum Geschäftsführer der Stiftung Schalker Markt ernannt wurde. Die Schalker Meile, die Rekonstruktion des alten Eingangsbereichs der Glückaufkampfbahn oder die blau-weiße Beleuchtung der Kurt-Schumacher-Straße. Olivier Kruschinski hat eine Mission. Wir leben in einer großartigen Stadt, die ihre Probleme hat, wie jede andere Stadt, wie jede andere Kommune auch. Leider Gottes haben wir aber meiner Ansicht nach es verlernt, die Potenzialbrille aufzusetzen und wir haben immer die Defizitbrille auf.